Willkommen zurück zu Minecraft. Das ging erstaunlich schnell, was eventuell daran liegen könnte, dass ich mich noch nicht im Vollbildmenü befinde. Gut. Wir sind jetzt zurück nach der 200. Folge. In der etwas Atemberaubendes passiert ist. Nämlich alles ist soweit fertig hier drin. Ich muss jetzt im nächsten Schritt allerdings alles noch einzäunen und dann umflügen, dass keine Tiere mehr hier drin rumspawnen. Weil das unvorteilhaft ist für alles. Außerdem müsste ich mich noch damit beschäftigen, das Ganze etwas mehr besser in die Landschaft einzupassen. Wo ich hier ja bereits quasi etwas dran sitze und das hier bereits schon aktiv mache. Genau. Das ist so das der aktuelle Stand der Dinge. Und es wird Nacht. Warum wird es jetzt Nacht? Ich will nicht, dass es jetzt Nacht wird. Egal. Ich brauche neue Werkzeuge darüber hinaus. Die kann ich mir als meine Mausgeschwindigkeit ist fast dezent hoch. Vier. Machen wir eine Spitzhacke und sonst nur Schaufeln. Ich denke mal, das sollte einigermaßen den Bedürfnissen beziehungsweise dem Bedarf gerecht werden. So, ich richte noch mal kurz das Mikrofon ein bisschen besser aus. Und ich habe da so eine allgemeine Frage, warum hier, also teilweise anscheinend da, wo ursprünglich Gras unterm Zaun war, ist weiterhin Gras, aber da, wo kein Gras war, während erst der Zaun drauf kam, kommt auch anscheinend kein Gras hin. Das ist ein schöner Bug, den diese Version hat. Glückwunsch dazu. Und lag noch eine rum. Das ist schon toll, also Respekt dafür. Wer das auch immer programmiert konnte, dass sowas passiert, nice, na gut. Wird eh noch gefixt werden. So. Ja, das hier als Einzubinden ist natürlich im alten Stile wieder sehr langweilig. Allerdings habe ich momentan auch nicht großartig ja, eine bessere Idee, was man so machen kann hier. Autsch, das war fail. Deswegen, ja, ich dachte mir 24 Stunden ist aber eine relativ schöne runde Zahl, deswegen wollte ich nicht nochmal mehr Zeit dranhängen an dieses, ich nenne es mal Spezial zu 200 Folgen. Ich denke mal, das ist auch einigermaßen verständlich, dass ich so, Ding nicht unendlich weit in die Länge ziehen will. Ich meine, ich habe jetzt schon eine ewig große Beschleunigung gemacht und das ist langfristig, sieht man dann quasi auch nicht mehr wirklich irgendwas sinnvoll und deswegen denke ich, ist es mit dem, was ich da vom Zeit her noch einigermaßen vertretbar. Andererseits habe ich mich damit auch ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil ich mich für zukünftige Folgen-Specials natürlich noch gut unter Druck gesetzt habe, weil das musste erstmal 24 Stunden toppen. Mal schauen, ob es dann das nächste Mal 48 Stunden werden. Das ist dann halt natürlich immer eine irre Aufgabe zum Aufnehmen, vor allem mal 24 Stunden, das habe ich jetzt auf 6 Etappen A4 Stunden gemacht. Über, ja, eine Woche, also es war aufwendig und das Ganze dann halt noch zu rennen ist dann noch die andere Sache, das dauert ja noch länger. Weil ich dafür 3 Rennervorgänge mindestens brauche, weil ich immer nur 4-fach verschleunigen kann. Also nach dem ersten Rennervorgang habe ich das lediglich auf 6 Stunden runter reduziert. Was jetzt nicht wirklich viel ist. Verglichen mit, ja, mit der späteren Folge. So.
Okay. Wie mache ich das denn jetzt hier am dümmsten? Ja, irgendwie so wahrscheinlich. Ja. Sonst ist hier eigentlich fast nichts passiert. Die größten Änderungen sind ja eh ganz offensichtlich sichtbar. Brauchen wir jetzt nicht so viel zu sagen eigentlich. Und das hier dauert halt jetzt hier so eine Zeit, aber das kennen wir schon. Daraus besteht nun mal Minecraft. Wir nehmen die Welt und schieben sie woanders hin. Das ist das Prinzip von dem Ganzen hier irgendwie. Du machst das ganze Spiel, glaube ich, effektiv nicht großartig was anderes, außer die Welt umzubauen. Oben habe ich ja jetzt auch zwei Birken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es langfristig sogar cooler, wenn ich die. Ich habe jetzt da vorne bei der Burg, habe ich ja als Fachwerkelemente Eiche benutzt. Ne? Aber wahrscheinlich ist es eigentlich. Sieht es besser aus, wenn ich das zu Fichte umbaue, weil Fichte ein dunkleres Holz ist. Was kann ich hier oben hinbauen? Das bietet sich auch für irgendwas an, aber ich wüsste noch nicht genau, für was sich das anbietet hier. Muss ich mal nachschauen. Ach, meine Rüstung macht es auch nicht mehr lang. Ist ja auch eigentlich nicht schlimm. Ich weiß sowieso nicht, warum ich eine Rüstung gecraftet habe. Das war eigentlich das Unnötigste ever. Aber gut. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Freue mich etwas auch schon hier hinten an diesen ganzen Hang aufzubauen. Es wird großartig. Oh. Ich denke mir gerade, was passt denn nicht zusammen? Oh Gott. Und die Difficulty sollte ich vielleicht auch hochstellen. Es gibt ein sehr böses Erwachen. Runter meine ich. Solange wir nämlich die ganze Zeit nur bauen, ist. Ja. Ist das halt so praktischer. Weil man keine Monster hat, die einen beim Bauen stören, sage ich jetzt mal. Aber. Ne, ich mag's so lieber, sage ich mal. So, und wie bauen wir jetzt hier weiter? Ja, ich hier, so. Das ist das Logischste. Ist natürlich alles sehr regelmäßig hier. Und eigentlich könnte ich auch wieder vorne am Berg das so machen, dass es etwas, ja, steiler nach oben geht. Aber es ist halt mit dem Berg, wie der hier sich nach vorne äußert, auch nicht so richtig sinnvoll. Den jetzt megamäßig steil nach oben zu ziehen. Eigentlich. Also. Nicht, weil er da vorne schon wieder aufhört. Ich kann mich mit dieser Idee, dass dann der Berg so steil nach oben gehen soll, nicht anfreunden. Und unsere Dirtkiste ist schon wieder voll. Kann man machen. Aber es ist, ich weiß nicht, sieht denke ich nicht so toll aus. Und es soll ja schön aussehen hier, ne? Deswegen machen wir das halt nicht. Und bauen hier lieber. Das ist eigentlich auch schon relativ steil, wie ich da gerade hochgehe. Aber ja, wir lassen es mal so, wie es jetzt gerade schon
ist. Das sollte, denke ich, reichen. Und dann passt das auch. Und jetzt ist die Schaufel schon wieder kaputt. Gut, dass ich gerade eine neue gemacht habe. War überhaupt nicht abzusehen, dass die kaputt geht. Wow, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier arbeite und wir am Ende keinen Überhang mehr haben, weil ich zu klein dafür bin. Finde ich gut. Heißt im Umkehrschluss auch, dass wir uns allmählich der Oberfläche des Berges selbst annähern. Was dazu führt, dass wir mit dem Terraform bald fertig sind. Zumindest an dieser Stelle. Was doch eigentlich schon mal eine ganz erfreuliche Nachricht ist. Da oben ist ein Baum. Das ist natürlich super. Ich hätte jetzt übrigens auch nicht wirklich damit gerechnet, dass das so gut funktioniert hier. Oh, ja, beim nächsten Mal fangen wir dann hier an. Dann haben wir hier schon mal die regelmäßige Dreiersteigung. Das ist ja gut. Und ich meine, im Endeffekt, es passt sich doch einigermaßen gut in die Landschaft an. Gut, da unten jetzt weniger, aber dafür hier oben ist ja sehr gut. Hier noch gar nicht. Das kommt erst später. Ist aber, denke ich. Oh man, jetzt wird es auch noch dunkel. Ich meine, Monster kommen ja eh nicht, aber. Monster kommt ja eh nicht, aber ich weiß nicht. Dunkel ist immer so blöd. Das sieht man immer relativ wenig. Und deswegen mag ich die Dunkelheit nicht in Minecraft. Und ich habe hier also 10 Erde weggebaut. Was natürlich doof ist, wenn da eigentlich Erde hin sollte. Nun gut. Ich will auch mein Bett nicht immer mitnehmen. Das arbeiten wir einfach mal in der Nacht auch durch. So. Ich finde die Nacht tatsächlich sehr übertrieben unnötig, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, später ist es ja eh egal, wenn alles ausgeleuchtet ist, aber bis es erstmal so weit ist, dass alles ausgeleuchtet ist, zumindest da, wo man sich so, wo man es ausgeleuchtet haben will, das dauert dann immer. Und ich habe jetzt irgendwie rein aus Prinzip das Gefühl, dass es wieder dunkler ist, wenn ich nicht mehr im Zeitraffer bin. Faszinierend. Interessant. Ich verstehe jetzt zwar nicht so ganz, wie das hier gerade abläuft, aber ich tue mal so, als würde ich es verstehen. Steht total am Schlauch, was hier gerade. Ich gehe schlafen, ich sehe nichts. Liegt eventuell daran, dass ich den Greenscreen ausleuchten muss und ich deswegen nichts sehe. Und warum auch immer habe ich wieder nur 30 FPS in Aufnahmen, was mich persönlich sehr stört. Vielleicht muss ich doch die Sichtweite etwas umstellen hier. Aber damit irgendwas kommt, jedenfalls nicht ganz klar. Options, Video-Settings. Wenn ich auf Normal stelle. Instant wieder volle Anzahl.